Wir heben dich, Herr. Ach, Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen, Herr. Wir danken dir für den Lobpreis. Wir danken dir, dass du so gut bist. Und wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Du darfst dich gerne setzen, wenn du schon wach bist. Meine Mami meinte so, Daniel, es ist der Morgengottesdienst. Ich so, ja. Und wir sind voller Energie am Morgen. Also ich bin so einer. Ich stehe auf, boom, was machen wir heute? Ja. Ich lade dich ein, die Bibel aufzuschlagen, bitte. In 1. Mose, Kapitel 9 und... Oder wir fangen mit 48 an. 1. Mose, Kapitel 48, ab dem ersten Vers. Geht es jedem gut an diesem Regenmorgen? Ja? Wir denken positiv. In unserem Herzen scheint die Sonne. Gott ist so gut. Ich muss mich an eine Geschichte erinnern von meiner kleinen Tochter. Die erste ist jetzt 4 und sie war letztens im Wohnzimmer und fängt an zu schreien. Ja. Papi! Und ich habe euch ja letzte Woche schon erzählt von so einer ähnlichen Situation. Ja. Also man merkt schon, wer ihr Held ist. Aber das lasse ich mal so stehen. Und sie fängt an zu schreien, Papi! Und ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe aufgehört mit dem, was ich gerade am Tun war. Ja, wahrscheinlich irgendwas in der Musik gemacht. Im Studio saß ich dann nebenan. Und ich laufe zu ihr und sie schreit über alle Enden und kann Papi! Und ich so, ja, was ist los? Er so, und sie war besser. Und ich laufe zu ihr, ja, wie Tom Hanks bei Forrest Gump mit voller Kraft, ja. Und ich so, hey, was ist los? Eine Libelle. Ja. Und die Libelle schwirrte halt um sie herum und sie war schon auf, so, auf ihrem kleinen Stühlchen, ja, voll Angst zitterte. Und ich so, keine Angst, Papi kommt und rettet dich. Ja. Dann packe ich sie und umarme sie und Und am selben Tag, am Nachmittag, mein kleiner Sohn, der ist jetzt 7, dem habe ich zum Geburtstag im Februar so eine kleine Drohne gekauft. Ja, da hat er sich ganz gefreut und ich weiß ganz genau, ja, ich zeige ihm halt, wie das ging. Dann waren wir dann in so einem Park und er hatte dann nicht wirklich Mut, die fliegen zu lassen und er hebt sie dann so ein bisschen hoch und auf einmal hat er den Knopf irgendwie falsch gedrückt oder mit dem Daumen abgekommen und die Drohne und er dann auch, Papi, also ihr merkt schon, wer der Held von den Kids ist, ja. Papi, was mache ich? Ich so, hey, keine Angst, ich bin hier. Und diese Geschichten sind mir immer sehr wichtig, weil es ist nicht so, dass wir manchmal eine Libelle in unserem Leben sehen und sagen, Papi, wo bist du? Und wir einfach manchmal ausflippen, manchmal ohne Grund, manchmal mit Grund. Manchmal ist die Libelle für uns einfach das Ende des Universums. Und wir sagen, Vater, wo bist du? Papi, wo bist du? Oder mein Sohn, weißt du, wir stellen irgendwas an, ohne zu wollen, mit dem Daumen irgendwo, ja, an irgendetwas rangekommen, irgendwas im Leben verbockt, irgendwas angestellt. Und wir wünschen uns einfach unseren Vater herbei. Und unser Gott im Himmel, er ist dieser Vater, der für uns da ist. Dass wenn es drunter und drüber geht in unserem Leben, in unseren Emotionen, in der Ehe, auf dem Arbeitsplatz, wo auch immer, und wir schreien, Papi, wo bist du? Dann sagt er, hey, ich bin hier, alles cool, ich bin dein Held. Und ich möchte anfangen mit euch zu lesen, bitte in 1. Mose, Kapitel 48, ab dem ersten Vers. Einige Zeit später wurde Josef berichtet, dass sein Vater krank sei. Josef nahm seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit. Als Jakob mitgeteilt wurde, dass Josef gekommen war, nahm er alle seine Kraft zusammen und setzte sich in sein Bett auf. Jakob sagte zu Josef, Gott der Allmächtige ist mir in Luz und Kanaan erschienen und hat mich gesegnet. Er sagte zu mir, ich werde dir viele Nachkommen schenken. Von dir sollen viele Völker stammen. Ich werde deinen Nachkommen dieses Land für immer zum Besitz geben. Heute nehme ich deine beiden Söhne, Ephraim und Manasse auf Deutsch, die dir vor meiner Ankunft hier in Ägypten geboren wurden, als meine eigenen Söhne an. Sie sollen, ich lese den Vers nicht weiter, ich lese bei 9b weiter. Und Jakob sagte, bring sie zu mir, ich will sie segnen. Vers 10, Jakob war aufgrund seines Alters blind geworden und konnte nicht mehr sehen. Deshalb brachte Josef Ephraim und Manasse zu ihm und Jakob küsste und umarmte sie. Dann sagte Jakob, ich hätte nie gedacht, dass ich dich noch einmal sehen würde. Und nun hat Gott mich sogar noch deine Kinder sehen lassen. Okay. Die sind im Alten Testament und ich liebe die Geschichten vom Alten Testament.
Und wenn ich meinen Kindern die Geschichte vom Alten Testament erzähle, dann sind die manchmal sehr brutal und sehr, sehr, also nicht wirklich Kindergeschichten, fällt mir manchmal auf. Ich so, okay, das lasse ich mal weg, das lasse ich mal weg. Ich so, okay, wir fassen die Geschichte mal kurz. Aber die Geschichte von Josef ist eine extrem starke Geschichte. Dieser Josef, ich meine, wir sind ja alles Leute aus der Gemeinde, wir wissen ja ganz genau, ah ja genau, du darfst das Thema schon. Sehr gut, danke schön. Das ist Rembrandt, ja. Komme ich gleich dazu. Liebe ja Kunst. Josef in der Bibel hat eine ganz besondere Bedeutung. Wir stempeln ihn oft als den Träumer da. Ja? Die Person, die viel träumt. Dieser Josef hat eine extrem harte Kindheit hinter sich. Mit 17 Jahren oder kurz davor hat er zu Hause bei sich erzählt, also er war Sohn von Jakob, ja, also Abstamme von Abraham, der Vater des Glaubens. Und er hatte einen Traum, dass alle seine Brüder sich um ihn verneigen würden und alles Mögliche. Und er war so kühn oder so leichtsinnig, das auch noch zu erzählen. Die Brüder waren sowieso schon neidisch auf ihn, weil er nämlich der erste Sohn von Jakob mit Rahel war. Und Jakob liebte Rahel über alles und deshalb liebte er den Josef auch so extrem und hat ihn mit extrem vielen Geschenken beschenkt. Ja, das könnte man so sehen, immer die neuesten Gadgets, ja, die neuesten Sachen, die beste Wäsche. So hat der Vater, also Jakob, den Josef beschenkt. Dass es nicht schon genug ist, dass er auf eine Art und Weise bevorzugt wurde in der Familie, kommt er noch an und erzählt einen Traum, wo er meint, ihr alle, inklusive du, Daddy, ja, ihr werdet euch alle von mir verneigen. Und mit dieser diese Leichtsinnigkeit hat dazu geführt, dass er verkauft wurde nach Ägypten. Aber der Josef, er war gesegnet von Haus aus. Die Gunst Gottes war bei ihm. Und als er dann in Ägypten ankam, wurde er als Sklave verkauft und in ein gutes Haus verkauft. Ja? Und in dem Haus, wo er verkauft wurde, da wurde er geachtet, weil er sehr fleißig war. Und wie gesagt, die Gunst Gottes war bei ihm. Und er war ein gut aussehender Kerl, sodass nicht nur sein Hausherr ihn mochte, auch die Frau des Hausherrn fand ihn ganz nett, ja, und wollte sich an ihm begnügen. Aber er war Gott treu. Und dieser Josef, was ich an seiner Geschichte so interessant finde, ist, der Josef war Gott treu, als die Frau seines Hausherrn sich auf ihn draufgeworfen hatte, zu Gesetzen, die es noch gar nicht gab. Wann wurde denn die Gesetze Mose geschrieben? Nach Josef. Der war Gott treu in Gesetzen, die es davor noch gar nicht gab. Wow. Und wir gehen weiter. Er war treu und dadurch, dass er treu war, wurde dann in den Kerker geworfen und da war er auch treu. Und da waren dann zwei nette Herren, ein Mundschenk, ja, und ein anderer Diener auch noch dazu, die hatten dann Träume und er kam und deutet die Träume und meint, du wirst sterben, du wirst leben. Der eine fand es gut, der andere fand es nicht gut. Der leben durfte, durfte dem Pharao weiter dienen und der Josef meint, erzähl ihm doch bitte von mir und dass ich hier zu Unrecht bin. Und so lebt Josef ein eigentlich sehr trauriges, aber positiv denkendes Leben, weil Gott an seiner Seite ist. Und nach einiger Zeit hat der Pharao dann einen sehr, sehr schönen und komischen Traum mit den sieben Ähren und mit den sieben Kühen, die dafür dastehen, dass sieben gute Jahre und sieben schlechte Jahre vor Ägypten stehen. Und keiner kann diesen Traum deuten. Und dann erinnert sich der Mundschenk und sagt, ey, da gibt's noch einen. Im Kerker. Vor etlichen Jahren habe ich den getroffen. Ja, dann lasst ihn mal holen. Und ich kann mir vorstellen, wie Josef da antanzt, ja, wie Tom Hanks. Kennt ihr diesen Film von Tom Hanks, wo er auf der Insel gestrandet ist für so 4 Jahren oder 10? Ja, Robinson Crusoe. Ich kann mir vorstellen, dass der Josef da so antanzt, weil er war im Kerker. Ja, also Fitness hat er da nicht gemacht und sich die Haare geschnitten. Vielleicht haben sie ihn vorher aufgepäppelt, vielleicht nicht. Vielleicht hatte der Pharao es eilig. Nein, ohne Haare schneiden, holt ihn hoch. Ja, einfach ein Handtuch drüber getan. Und dann kam er an und der Pharao erzählt ihm seinen Traum. Und der Josef, ach ja, das ist jetzt nicht durch mich, sondern der Herr, der,
der bei mir ist, aber ich weiß, was dein Traum bedeutet, so ganz cool. Also, davor haben die ganzen anderen Priester und wie sie nicht alle hießen, die Sonnendeuter und alles mögliche an Opfer gebracht, kann ich mir vorstellen, Sachen verbrannt und Rauchopfer und getanzt und gejodelt und gesprungen und sich ausgezogen und angezogen und wieder im Kreis, ja, und dann kommt der Josef da an, so halb verdürrt, ja, ganz, ach ja, ich weiß, was das bedeutet. Und dann meint er, hey, dein Land wird jetzt 7 Jahre ganz viel Ertrag haben, also du wirst guten Gewinn machen und danach nicht mehr. Also schaff dir doch jemanden, der sich um alles kümmert. Und der Pharao, der findet den Josef dann auch cool. Ja? Der meint, hey, du machst mir Geld. Ja, du wirst mir Geld machen. Du sagst, die nächsten 7 Jahre sind fruchtbar. Dann befördert er ihn vom Kerker zum Halbkönig, zum Halbpharao. Und das ist der Josef. Dieser Josef mittendrin heiratet er dann mit Asenat. Asenat war die Tochter eines Sonnenpriesters. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich bekehrt hat. Ja, und die haben dann 2 Jungs, den Manasse und Ephraim. Und da bin ich gerade an dem Punkt. Ja. Dieser Josef ist halb Pharao in Ägypten. Und ihm wird berichtet, dass sein Vater, der Jakob, am Sterben liegt. Und er holt sich seine beiden Jungs und geht zu seinem Opa. Und der Opa, schon blind, rappelt sich auf am Bett und schaut oder bemerkt, dass Josef da ist. Man sagt, er war blind, vielleicht halbblind. Und er sagt, ich habe mir nicht träumen lassen, dass ich dich noch einmal sehe. Ihr müsst Folgendes verstehen. Der Jakob, also der Vater von Josef, er wurde danach, also er wird auch Israel genannt, weil er ja diesen Kampf hatte mit dem Engel. Er hat 17 Jahre seines Lebens mit Josef verbracht, aber die meiste Zeit seines Lebens ohne. Jakob ist mit 147 Jahren gestorben und hat die letzten, das fand ich dann auch so cool, ich finde es so cool mit den Zahlen in der Bibel, die letzten 17 Jahre seines Lebens hat er dann nochmal mit Josef zusammen verbracht. Also die ersten 17 und seine letzten 17. Also ich finde diese Zahlenspielereien in der Bibel so interessant. Und ich weiß ganz genau, also die Bibel sagt, dass der Jakob, er rappelt sich auf und er sagt, ich habe mir nicht geträumt, Josef, dich je wiederzusehen. Und nicht nur, dass ich dich wiedersehe, ich sehe deine Kinder, meine Enkel. Und weißt du, mein Wort für dich heute ist, du hast dir vielleicht nicht mal erträumt irgendwas in deinem Leben, aber die Erwartungen Gottes übertreffen alles. Gott übertrifft alle Erwartungen. Der Jakob hatte keine Erwartung, Josef jemals wiederzusehen. In seiner Welt war Josef von Wölfen, Bären, Löwen, was auch immer, zerrissen worden. Er hatte überhaupt gar keine Hoffnung. Null. Da war nicht ein Funke Hoffnung in Jakob, dass er Josef je wiedersehen würde. Nicht nur hat Gott alle Erwartungen übertroffen, er hat ihn auch seine Enkel kennenlernen dürfen. Das macht Gott mit uns. Er übertrifft alle und jegliche Erwartung, die wir haben, Träume, die vielleicht bei uns schon längst gestorben sind, Erwartungen oder Ziele oder Projekte, die wir eigentlich hätten wir schon längst machen sollen. Sachen, die Gott uns anvertraut hat, aber die gestorben sind. Da kommt Gott und er übertrifft alle Erwartungen. Okay, und so weit, so gut. Und dann kommt der Jakob zu Josef und er packt sich Ephraim und Manasse. Wir haben hier ein wunderschönes Bild. Wie gesagt, ich liebe ja Kunst. Das ist ein Bild von Rembrandt, ja, aus dem 17. Jahrhundert. Das hängt in Kassel, in einem Schloss. Und das Thema, was ich heute für uns habe, ist Hoffnung ist da. Wiederhol mit mir, Hoffnung ist da. Dieses Gemälde ist der Jakobssegen. Sprich, auf dem Bild sehen wir, es soll Jakob darstellen, Israel. Hinten Josef, an seiner Seite seine Frau, die Asenat, und seine beiden Jungs, Ephraim und Manasse. Und der Jakob ruft sich beide Kinder zu sich. Und wie es damals so Kult war, ihr müsst verstehen, in der damaligen Zeit, wir müssen den Kontext begreifen, da war die Kultur und die Familie alles. Es war dann so, dass von einer Person zur anderen alles übertragen wurde. Und immer zu dem Ältesten. Okay, soweit so gut, das wissen wir ja. Wir wissen aber auch, dass der Jakob seinen Bruder so ein bisschen reingelegt hat. Könnt ihr euch noch an die Geschichte erinnern? Das waren ja Zwillinge und er musste dann abhauen, also alles im Alten Testament. Aber er war eigentlich nicht der Erstgeborene. Gott hat ihn trotzdem gesegnet wegen der ganzen Geschichte, das könnt ihr nachlesen. Und jetzt kommt er
Und er bringt einfach alle Traditionen durcheinander. Alles, was man bis dato kannte an Tradition, und das ist eine starke Tradition, also das ist die jüdische Tradition, dass der Erstgeborene vom Vater gesegnet wird. All das bricht er einfach mal so, der Jakob. Der bricht das einfach mal alles. Es beginnt darin, dass er sagt, im Vers 5 von Kapitel 48, heute nehme ich deine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die dir vor meiner Ankunft hier in Ägypten geboren wurden, als meine eigenen Söhne an. Punkt Nummer 1, sie waren keine vollblütigen Israeliten. Halb Hebräer, halb Ägypter. Okay? Und sie waren seine Enkelkinder und nicht seine Söhne. Aber er durchbricht das einfach alles. Weißt du, manchmal haben wir ein rationales Denken, aber Gott möchte dir sagen, er wird einfach mal alle Traditionen, alles, was wir denken, wie es sein musste, das kann er alles ändern. Und dir einen Segen schenken, der dir gar nicht zusteht. Weil ich soll dir mal was sagen, die Enkel von dem, denen stand der Segen gar nicht zu. Die sollten eigentlich von ihrem Vater gesegnet werden, von Josef. Also sprich, die müssten theoretisch noch mal so circa 40 Jahre warten. Das heißt, ein Segen, den Gott für dich hat, den kann er ankurbeln. Das ist nämlich unser Gott. Wir denken oft in Tradition und das muss dann so sein und so und so. Und der kommt einfach und macht mal alles. Verwurschtelt einfach mal alles. Ja. Wie meine Haare in der Früh, wenn ich aufstehe. Der bringt einfach mal alles durcheinander, um dich zu segnen. Und er kommt und sagt zu Josef, gib mir mal deine beiden Kids. Und dann nimmt er den Älteren, Manasse und Ephraim. Der Josef stellt ihn dann schon fleißig richtig hin, dass er kommt und den Manasse, den Ältesten, segnet und danach den Ephraim. Jetzt musst du mal verstehen, was das eigentlich für eine große, auf Portugiesisch würde ich sagen, Konfusion, eine Bagunza, ja, ein Durcheinander war, was der Jakob da gerade anstellt. Das ist in der Bibel, wir lesen das ganz schnell durch und so, und er macht dies und das und so, jenes. Aber schau mal her, er zerbricht gerade alle Traditionen. Nicht nur, dass er einen ältesten Sohn hat, der Ruben. Was ist mit dem Ruben los? Er sagt uns hier, sie sollen Ruben, also im Vers 5, sie sollen Ruben und Simon gleichgestellt sein. Einfach mal so die Neffen genommen und dem Großen, dem ältesten Sohn einfach mal anders. Einfach mal alle Traditionen geändert, um Ephraim und Manasse zu segnen. Weißt du, der Herr, er wird dich heute segnen. Egal, ob du es verstehst oder nicht. Egal, ob es dir rechtlich zusteht oder nicht. Ephraim und Manasse stand es rechtlich nicht zu, den Segen von Jakob zu bekommen als Söhne. Doch hat er es einfach mal gemacht. Weißt du warum? Weil er es kann. Weißt du, warum Gott dich segnen kann und wird? Weil er es kann. Und weil das der Traum Gottes hier so für dein Leben ist. Der Traum Gottes für unser Leben ist nicht, dass wir in Trauer und in Verzweiflung gehen, sondern dass wir in Überfluss leben. Und er meint damit alles, was mit Überfluss gemeint ist. Egal ob in Beziehungen, in Ehe, in Finanzen. Muss ich aber dazu sagen, dass Finanzen nicht das Wichtigste ist. Und Finanzen vielen Leuten nicht unbedingt Friede oder Zeichen für Überfluss ist. Sondern Familie, Kinder, Harmonie in der Familie, im Weihnachtsessen. Und jetzt kommt der Jakob an. Nicht nur gut genug, dass die ganze Kultur jetzt gerade durcheinander gebrochen wurde, ja, geht dann noch einen Schritt weiter. Er kreuzt seine Hände. Das kann man hier nur ganz leicht sehen. Aber er kommt und er kreuzt seine Hände, weil sein Sohn Josef, er hatte den Manasse, der Älteste, für die rechte Hand von Jakob und den Ephraim für die linke. Also sprich, der Älteste kriegt doppelten Segen und danach. Jetzt kommt der Jakob und kreuzt seine Hände, weil er es kann. Er kreuzt seine Hände. Wir lesen weiter. Vers 14. Jakob aber kreuzte seine Arme und legte seine rechte Hand auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine linke Hand auf den Kopf von Manasse, der Erstgeborenen. Jetzt kommt der Josef an, also wir lesen im Vers 5, und dann segnete er Josef und sagt, na okay, das sagt er davor, im Vers 12, Josef nahm die jüngeren Männer und er wurde, was sagt er hier, Vers 17,
Doch Josef gefiel das nicht, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte. Er sagt, hey, und er nahm die rechte Hand von seinem Vater. So, ach, der ist alt, der sieht es gerade nicht. Und wollte sie von Ephraims Kopf auf Manasses Kopf legen. Nein, Vater, sagte Josef, er ist der Älteste, leg deine rechte Hand auf seinen Kopf, auf Manasse. Doch sein Vater weigerte sich. Ich weiß es, mein Sohn, sagte er. Ich weiß es. Der Jakob, der zerbricht gerade alle Traditionen, weil er es kann. Und er tut etwas, was davor noch nie geschehen ist. Weißt du, vielleicht lebst du in einer Situation in deinem Leben und du erwartest etwas, was vielleicht noch nie zuvor geschehen ist. Unser Gott ist fähig, genau das zu tun. Der Jakob, der macht etwas, was davor in der Kultur, in der jüdischen Kultur, noch nie zuvor passiert ist. Etwas, was man sich nicht mal hätte träumen lassen können, das macht er gerade. Und er nimmt den jüngeren Sohn und segnet ihn zuerst. Und er sagt dann zu seinem Sohn Josef, sagt, hey, der Manasse, der wird eine große Nation werden, eine große Nation, aber von dem Ephraim werden ganz, ganz viele Nationen kommen. Und weißt du, ich und du, wir sind dieser Ephraim. Wir sind diese Unerwarteten. Ich weiß nicht, ob du dich manchmal so fühlst, aber ich fühle mich manchmal so. Die Person, die vielleicht am wenigsten zugetraut wurde. Weißt du, wenn man sich einfach mal klein fühlt? Wenn alle um dich herum irgendwie aufblühen und alles funktioniert und alle sind schwanger und alle haben einen Durchbruch in den Finanzen, nur du nicht? Allen geht's gut, allen, als würde alles aufblühen, aber bei dir selber, du denkst dir, bei mir nicht. Ich bin irgendwie der Unerwartete. Also von mir erwartet man einfach nichts. Ich erwarte selber nichts von mir. Vielleicht wurde es dir in die Wiege gelegt, vielleicht haben deine Eltern sich so behandelt oder in der Schule, oder du hast es dir einfach selber so durch das Leben in der Welt eindringen lassen, dass du nichts wert bist. Und man muss zugeben, wir sind in der Sünde geboren. Wir sind ja Abstamm von Adam. Also wir sind nicht die Erstgeborenen. Okay? Und manchmal fühle ich mich so. Fühle ich mich klein und erinnere mich an Träume, die ich hatte. Erinnere ich mich an Projekte, die ich hatte, wo ich kleiner war. Wo ich jünger war, wo ich noch voller Euphorie war und ich ganz viel erreichen wollte. Und ich erinnere mich an diese Projekte, die in einer alten Schublade voller Staub sind und an die ich mich schon lange nicht gesetzt habe, weil einfach die Verantwortung des Lebens angetanzt ist. Man muss ja seine Rechnungen zahlen. Wir sind ja alle verantwortungsvolle Bürger und so müssen wir ein verantwortungsvolles Leben leben. Und Träume haben in diesem verantwortungsvollen Leben einfach keinen Platz, weil wir sind ja Eltern. Wir haben ja Kinder, wir sind ja Kinder, wir haben ja Eltern, wir haben ja einen Arbeitsplatz. Wir müssen ja schauen, wie wir für unsere Kinder sorgen. Der verantwortungsvolle Menschen, da ist kein Platz für Träume. Bin ich da der Einzige, der so denkt? Ist nur in meiner Schublade? Ich stelle mir immer diese alten Schränke vor. Diese königlichen Schränke, ja, verstaubt, die letzte Schublade da unten. Ich nehme so eine alte Akte raus, verstaubt. Daniels Träume, Daniels Projekte. Ich möchte München erreichen. Ich möchte christliche Videos produzieren. Ich möchte christliche Filme machen. Ich möchte christliche Musik machen. Ich möchte Evangelisationen machen. Und schaue mir das Ganze an und denke mir, was ist nur damit aus mir geworden? Ich schaue mir Projekte an und sage, ich hätte gerne eine Familie, ich hätte gerne Kinder, ich wäre gerne ein Segen für meine Eltern. Und dann schaue ich, dann vergleiche ich diese alte Akte, diese verstaubte Akte, in die ich schon lange nicht eingesehen habe, weil ich ja meine Ablage machen musste von meiner Buchhaltung. Ja, meine Steuern richtig zahlen, ist auch richtig. Aber ich habe einfach keinen Platz mehr für meine Träume, für Ziele. Und so lebe ich mein Leben einfach vor mich hin. Und dann kommt der Herr über dein Leben und über mein Leben heute an diesem Sonntag in der Früh, ja, halb Regen, halb Sonne, weil in unserem Herzen scheint die Sonne, draußen regnet, und sagt,
Die Träume in deinem Leben, die sind noch wahr. Die Pläne in deiner Schublade, in deiner verstaubten Schublade, ich habe sie im Blick. Und weißt du, was ich machen werde? Ich werde meine Arme kreuzen für dich. Ich werde das Unerwartete tun für die Unerwarteten. Du, der du dich so klein fühlst, du keine Finanzen hast für deine Projekte, du keine Ziele siehst für Dinge, die der Herr dir aufs Herz gelegt hat, für dich und deine Familie, wo du Träume hattest, eine gesunde Familie zu haben und du sagst, das ist einfach unmöglich, dass da irgendwie etwas passiert. Der Josef, sein Vater, der Jakob, hat sein Leben lang, also die gute Zeit seines Lebens damit verbracht, dass sein Traum tot war, Josef je wiederzusehen. Sein Traum war tot. Gibt es einen Traum, der Töter ist? Töter? Tod, Töter am tötesten? Gibt es einen Traum, der Zerstörter ist? Gibt es nicht. Es gibt keinen Traum. Es gibt keine Erwartung. Es gibt nichts, was du dir einredest, was tot ist, was der Herr nicht neu erleben kann. Neu zum Leben bringen kann. Weißt du, wie er das macht? Er kreuzt seine Arme und er macht das Unerwartete. Und wisst ihr? Unser Gott, er hat am Kreuz von Jesu genau das Gleiche getan wie der Jakob. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, was sagt die Bibel, wer der Erstgeborene ist? Jesus. Und wir kommen danach. Doch wir, durch Adams Blut sind wir eigentlich Sünder. Waren wir eigentlich dafür bestimmt, zu sterben? Doch Jesus hat sich für uns hingegeben. Sprich, anstatt dass Gott sich uns geopfert hat, hat er seinen Erstgeborenen geopfert. Das heißt, er macht genau das am Kreuz, wo eigentlich hätte Jesus segnen sollen und wir zum Tod verdammt waren, schenkt er uns Leben. Das heißt, er haucht dir heute in deine Träume, in deine Projekte Leben ein. Er sagt, es ist Hoffnung da. Egal wie traurig du bist, egal wie depressiv du dich auch fühlst, egal wie sehr es in deinem Herzen regnet, es ist Hoffnung für dich da. Weißt du warum? Weil wir einen Herrn und Heiland haben, der Jesus, der am Kreuz für mich und für dich gestorben ist. Das heißt, wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind für die Gerechtigkeit bestimmt. Ich lade dich ein, bitte deine Bibel aufzuschlagen. In Epheserbrief Kapitel 1. Vers 3, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit den geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Wir waren ja eigentlich in Schuld geboren. Wir lesen weiter. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als was? Als seine Neffen? Als seine Cousins? Als seine netten Freunde oder Nachbarn? Nein, als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesen Beschluss hatte er viel Freude. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht seine Neffen. Das heißt, der Segen, der steht uns direkt zu. Gott kreuzte seine Arme wie Jakob. Als Jesus für uns dort am Kreuz gestorben ist. Das heißt, egal wie sehr du dir einredest, dass deine Träume oder deine Pläne, dass die nicht mehr da sind, der Herr spricht dir heute Leben zu. Und er sagt, wisst ihr, ich bin am Kreuz gestorben für euch, für deine Schuld, für deine Sünde. Doch manchmal fühlen wir uns nicht wert genug. Ist es nicht so? Es gibt sogar Bewegungen, die sich nicht wert genug fühlen. Sie bestrafen sich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von solchen Bewegungen hört, das ist auch egal. Doch kann ich mir vorstellen, dass der liebe Gott sehr traurig wird. Weil wenn man sagt, ich bin nicht würdig, ich habe so viel Unrechtes getan, ich habe so schlechte Dinge getan. Und egal, was für schlechte Dinge. Man manchmal sich nicht würdig fühlt, diese Gnade Gottes anzunehmen, dann kann ich mir vorstellen, dass Gott super traurig wird. Soll ich dir sagen, warum? Weil er sagt, du nimmst nicht an, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Eine größere Hingabe gibt es doch gar nicht. Und wisst ihr, das ist unsere Geschichte. Wir sind dieser Ephraim. Ich möchte Fedor schon einladen, auf die Bühne zu kommen, schon ein bisschen Musik zu machen, das Lobpreisteam. Wir sind dieser Ephraim, wo Gott kommt und sagt, weißt du was? Du bist unerwartet. Von dir erwartet man nichts. Du bist nichts Besonderes in deiner Familie. In Wirklichkeit bist du ein Unfall. Wir wollten dich eigentlich gar nicht haben und solche Lügen
redet der Feind uns ein. Und so leben wir manchmal und gehen durchs Leben und tragen uns einfach oder lassen uns einfach so durchtragen. Doch der Herr kommt heute zu dir und sagt, ich gebe dir Leben und Leben in Fülle. Die Träume, die du hast, die kommen von mir. Ich werde sie wieder aufblühen lassen. Mach die Schublade wieder auf. Komm, es sind nicht deine Kinder, die deine Schublade zugemacht haben. Nein, es sind deine Kinder, die dir helfen werden, diese Schublade wieder neu zu öffnen. Alles, was der Herr für dich heute hat an Nachricht ist, Hoffnung ist da für deine Träume, für deine Projekte, für dein Leben. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und wisst ihr, in der Bibel steht es über 166 Mal, diese rechte Hand Gottes. Die rechte Hand Gottes, sie steht für Gunst, für Kraft. Ihr werdet an meiner rechten Seite sein. Oder in Matthäus 25, die Schafe zu meiner rechten und die Ziegen zu meiner linken und so weiter. Sehen wir über 166 Mal in der Bibel, wie geschrieben steht, über die Kraft, die über die rechte Hand Gottes ist. Und diese rechte Hand, sie ist über uns. Sie steht über dich, über dein Leben, über deine Träume, über deine Familie und über deinen Namen. Und ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen. Ich möchte mit dir beten und sagen, Herr, ich danke dir, dass deine rechte Hand ausgestreckt ist für uns und dass du uns an diesem Morgen segnest und dass dein Segen uns überfüllt. Und Herr, wir fühlen uns manchmal nicht danach, so zu leben. Uns fällt es manchmal schwer, die Träume, die du für uns hast, den Segen, den du für uns hast, das, was du vor 40 Jahren mir versprochen hast, dieser Traum, der in der Schublade ist, als wäre es jedes Mal, wenn ich versuche, ihn wieder aufzumachen, dass ich mich selber in meinen persönlichen Kämpfen wiederfinde. Herr, genau diesen Traum möchtest du zum Leben erwecken an diesem Morgen, wo du kommst und uns segnest. Segnest, was über jede Vernunft steht. Es stand Ephraim nicht zu, den Segen seines Opas zu bekommen. Doch hast du, Herr, es angekurbelt. Segen, der ihm gar nicht zustand, steht über uns. Segen, von dem wir gar nicht träumen können, den hast du für uns vorbereitet. Das nehmen wir an diesem Morgen an. Segen über jeden Maß, Leben in Überfluss. Wieder Friede in unseren Heimen, wieder Liebe, unerklärliche Liebe in der Ehe. Zuneigung, Fürsorge mit unseren Kindern, mit unseren Eltern. Einfach, dass du kommst und kaputte Träume, kaputte Projekte wieder aufbaust. Und an diesem Morgen, wo wir Abendmahl feiern dürfen, da gedenken wir daran, was du am Kreuz für uns getan hast. Und wir stehen hier mit unseren kaputten Herzen, manchmal zerbrochen. Manchmal tun wir so, als wären wir super stark. Aber du kennst das Innerste in unserem Herzen. Du weißt, wie wir in Wirklichkeit trauern und weinen und wir einfach einen Durchbruch brauchen von dir. Herr, genau für uns bist du ans Kreuz gegangen. Für diejenigen, die krank sind, die mühselig und beladen. Und du sagst, komm zu mir. Komm zu mir, Mann. Bist du müde? Bist du traurig? Bist du beladen? Komm zu mir. Ich möchte dich erquicken. Erquicke unsere Seele heute an diesem Morgen, Herr. Erquicke unsere Seele an diesem Morgen, Herr. So legen wir dir alles, was wir sind und haben, tun, machen oder lassen. Vor das Kreuz. Und vertrauen darauf und wissen, dass du heute deine rechte Hand über uns ausstreckst und uns segnest. Und Lösungen aussprichst. Und Salbung aussprichst. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.